You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Incoming! Fire! Gute Jagd. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr habt schon im Titel gelesen, beziehungsweise ihr habt es ja gestern vom Stream mitbekommen, dass ich ja angekündigt habe, jetzt zum Freitag, also quasi für euch, schon übermorgen, und zwar ein Livestream rauszuhauen, also morgen eigentlich, ja moin, also für euch morgen, ein Livestream rauszuhauen. Und ja, der Livestream wird ja ein anderes Spiel haben, und zwar nicht mehr Battlefield 5 oder Jedi Fallen Order, also nicht so Standard-DA-Spiele, sondern einfach mal ein richtig schönes anderes Game, und zwar Need for Speed. Habe ich ja schon gesagt, ich werde Need for Speed mal zocken im Livestream, und nicht ein aktuelles, sondern ein älteres. Und ja, ich kann so viel verraten, es wird definitiv geil werden. Ich bin auch schon recht weit hoch im Level, deswegen wird es auch schön entspannt und gechillt ablaufen. Und ja, meine Frage ist dennoch jetzt aber, was wollt ihr eigentlich sehen für Games? Ich habe ja schon mal in der Kanaldiskussion schon mal die ein oder andere Frage so gestellt. Ja, was wollt ihr jetzt gerne sehen für ein Game? Wollt ihr vielleicht Pirate Warriors 4 von One Piece sehen? Need for Speed Rivals? Battlefield 5? Wenn es Internet natürlich läuft. Anthem, Naruto, Tokuruto, Shinobi Striker. Vielleicht auch Monster Hunter, Farming Simulator, Bus Simulator 18, FIFA 20. Also ihr merkt, ich habe eine ganz große Bahnbreite an Games. Auch jetzt übernächsten Monat habe ich dann ein besonderes Game auch am Start, was dann rauskommt. Und ja, ich muss sagen, alles recht geil. Aber dennoch, die Frage bleibt, Leute, was wollt ihr sehen? Was für ein Spiel wollt ihr gerne sehen im Livestream? Mitzocken auch wahrscheinlich dann. Und ja, was wollt ihr erleben? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare ballern. Das würde mich mega freuen, wenn ihr das unter dieses Video in die Kommentare reinballert, was ihr da sehen wollt für ein Game im nächsten Livestream. Da nächste Woche Freitag sollte der sein. Am Sonntag noch so eine kleine Info, wird wieder Battlefront 2 am Start sein, da ja auch am Donnerstag, genau, auch das Update ja erschienen ist. Jetzt mit dem überarbeiteten Quest für Darth Maul, für den Darth Maul Skin, ist ja jetzt am Start, ist jetzt am Start, genau. Und dann noch ein paar Bugfixes und Überarbeitung in Helmets Schurken. Ja, das war nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dem Update. Also, ja, es war kein großes. Wir haben alle gesehen, es war gerade mal, glaube ich, 700 MB oder sowas groß. Also, echt nicht groß, und kann man sich mal gönnen. Ne? Also, Leute, würde ich sagen, haut da jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Games dann im Livestream. Wie gesagt, gerne unten reinschreiben in die Kommentare, was ihr sehen wollt als nächstes für ein Spiel im Livestream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream, aber eher im nächsten Livestream, da ja, Leute, am Freitag, also morgen, schon der Livestream am Start ist. Und wann wird der Livestream auch stattfinden, das will ich noch kurz sagen. Er wird so gegen 18 Uhr starten, auch vielleicht schon ein bisschen früher, aber ich glaube eher nach 18 Uhr, also bleibt zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr am Start, dann wird definitiv der Livestream am Start sein, dann werden wir losgehen, und ich hoffe mal, das Game wird nicht abstützen, wie es in letzter Zeit gekommen ist. Das liegt leider an EA-Servern, dass das Game manchmal gerne mittendrin abstürzt, aber ja, keiner weiß warum so, aber nun ja, das Game ist ja auch nicht mehr das Frischeste, sage ich mal so. Und ja, haut rein, Leute. Habt jetzt wirklich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen im Livestream. Beziehungsweise vielleicht für euch sogar heute schon, wenn ihr das seht. Ja, dann bis dahin, haut rein. Und am Sonntag kommt dann auch ein Livestream raus mit, wie gesagt, Battlefront 2 wieder. Wenn wir das Update mal ein bisschen zocken, versuchen ein bisschen Skin freizuschalten wieder. Und werden wir dann auch mal zusehen, dass wir ein bisschen weiterkommen wieder vom Leveln her. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein. Hab viel Spaß mit Battlefield 5 hier im Hintergrund. Ein geiles Gameplay am Start. Muss sagen, hab schon lange nicht mehr gezockt, aber dennoch immer noch geiles Game. Leider endet der Support ja, wie wir alle wissen, nächsten Monat schon, glaube. Also, ja. Wenn wir es alle noch zocken, dann kommt vielleicht sogar noch Support. Also, Leute, würde ich sagen, gebt euch Battlefield 5. Gönnt euch ein geiles, neues, aktuelles Game. Und ja, haut rein. Bis dahin. Ciao. Genug Werbung. Bis dahin.